Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute schminken wir tatsächlich keinen krassen Look, sondern einen No-Make-Up-Make-Up-Look. Und ich dachte, ich zeige euch heute, wie ich mit wenigen Produkten ein ultra frisches Ergebnis erziele und man trotzdem gut in den Tag starten kann. Ich finde es auch super wichtig, damit man den Tag halt produktiv gestalten kann, dass man sich von Anfang an frisch fühlt, gut fühlt und einfach cute fühlt. Und ich habe vor ein paar Monaten eine Brand für mich entdeckt. Die Produkte habe ich tatsächlich selbst nachgekauft. Ich hatte das damals bei der Buona Lima, also bei der Terry gesehen. Das ist eine Brand. Sie nennt sich Typology. Und diese Brand ist ausgelegt auf Pflege. Und die Produkte, die Make-up-Produkte, die ich gleich zeigen werde, sind im Prinzip auch Pflegeprodukte, also Skincare, aber halt tinted. Also das Ganze ist Make-up, aber irgendwie auch kein Make-up, sondern eher eine Pflege, also perfekt für No-Make-up-Make-up-Days. Wie gesagt, ich habe dann die Produkte für mich ausgetestet, das Ganze mit euch auf Instagram auch geteilt und dann kam auch Typology auf mich zu. Das fand ich auch sehr, sehr cool und darf für euch heute dieses Video hier drehen. Heute auch wieder mit Tageslicht, damit ihr die Produkte wirklich ohne Verfälschung in voller Action sehen könnt. Vielleicht noch ganz kurz zur Brand an sich. Typology Paris ist eine Clean Beauty Brand. Also sie legen wirklich sehr, sehr viel Wert auf Transparenz, was ich auch super wichtig finde. Mich hat auch an allererster Stelle das Packaging halt angesprochen. Es ist halt ultra minimalistisch, worauf ich in letzter Zeit sehr, sehr stehe. Und das Ganze ist natürlich auch umweltfreundlich und recycelbar. Und ich würde sagen, ohne euch jetzt hier voll zu labern, fangen wir auch direkt mit meinem No-Make-Up-Make-Up-Look an. Kurz zu meinem Hauttypen. Ich habe halt trockene Haut. Dementsprechend habe ich auch Produkte von Typology ausgewählt, die zu meinem Hauttypen passen. Jeder Hauttyp findet da seine eigenen Produkte. Wie gesagt, meine Haut ist eher trocken und die Produkte, die ich jetzt verwende, vor allem jetzt die Hautpflege, ist auf trockener Haut basiert. Aber ihr könnt da nochmal auf der Seite gern vorbeischauen und nach eurem Hauttyp natürlich einkaufen. Als erstes verwende ich das feuchtigkeitsspendende Serum. Und in diesem Produkt ist halt Hyaluronsäure enthalten, was mir halt eigentlich mal super wichtig ist bei meinem Serum, da ich halt diese trockene Haut habe. Das arbeite ich einfach so komplett auf meinem Gesicht ein. Und die Produkte sind halt zum Beispiel auch nicht unnötig parfümiert und funktionieren sehr, sehr gut auf meiner sensiblen Haut. Mein Gesicht fühlt sich jetzt schon um einiges frischer an. Meine Haut ist wirklich extrem trocken, deswegen verwende ich jetzt noch zusätzlich das Serum für trockene Haut mit 100% Squalan. Und das tröpfel ich mir auch einfach so überall auf meine Haut. Und schaut mal, Leute, das Packaging ist halt ultra ästhetisch. Sieht auch im Badezimmer wirklich sehr, sehr schön aus. Und das war eigentlich auch so der Kaufgrund. Und dann hat mich natürlich auch das Produkt an sich sehr überzeugt. Nach all den Serien darf natürlich eine Gesichtscreme nicht fehlen. Und da probiere ich gerade eine neue aus von Typology. Das ist die 9 Ingredient Gesichtspflege. Und die habe ich noch nicht allzu lang ausgetestet. Aber so First Impression gefällt sie mir sehr gut. Ebenfalls nicht unnötig parfümiert. Fühlt sich nicht fettig an. Wird schnell von der Haut eigentlich eingezogen. Eigentlich die perfekte Base für unseren Look gleich. Also ihr könnt, glaube ich, ganz gut sehen, wie frisch meine Haut jetzt schon ist, schön gepflegt und perfekt vorbereitet für das Make-up. Denn jetzt kommen wir zu den spannenden Produkten. Die Produkte hatte ich zum Beispiel auch bei der Terry entdeckt und boah, die gefallen mir einfach so, so gut. Bei Typology findet ihr nämlich auch getönte Pflege, habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Das ist einfach Pflege mit Make-up-Effekt oder Make-up mit Pflegeeffekt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein super frisches Ergebnis. Und früher war es ja so, die Leute haben immer gesagt, ah, schmink dich nicht zu viel, nachher kriegst du schlechte Haut, große Poren. Aber ich bin sehr froh, dass das heutzutage halt nicht mehr so ist. Die Produkte sind krass überarbeitet worden und man kann halt jetzt mit gutem Gewissen Make-up auftragen, da die Produkte heutzutage auch gleichzeitig pflegend sind. Das ist halt so ein veraltetes Denken. Meine Mutter oder meine Oma, die sagen das halt immer wieder, dass ich mich nicht zu oft schminken soll, weil meine Haut sonst dadurch kaputt gehen würde. Aber wir fangen als erstes natürlich mit der kompletten Base an und dafür verwende ich das getönte Serum in der Farbe 01. Es ist halt eine Serum-Foundation, kann man sagen, aber halt mit Pflege, das Vitamin C enthalten, Aloe Vera enthalten und das Ganze pflegt auch nochmal die Haut mit Feuchtigkeit. Zusätzlich hat es auch natürlich eine leichte Deckkraft, das heißt Rötungen oder Unebenheiten werden ein bisschen abgedeckt, aber ohne irgendwie
too much zu wirken. Also es wirkt jetzt nicht wie eine krass deckende Foundation, sondern wirklich wie eine frische, getönte Pflege. Ihr könnt das jetzt natürlich gerne mit den Händen einarbeiten, aber ich mag das persönlich nicht so gerne. Deswegen nehme ich mir immer so einen Brush, so einen Stippling Brush, und verteile das erstmal so ganz grob komplett auf meine Haut. Zieht das ruhig gern runter, so Richtung Hals und Dekolleté. Und dann arbeite ich das Ganze einfach nur nochmal mit einem Schwamm ein, damit das Produkt wirklich gut in die Haut eindringt. Und schaut mal, Leute, es sieht halt aus wie meine Haut, aber besser. Aber besser. Passend zum getönten Serum gibt es auch einen getönten Concealer. Hier ist zum Beispiel Koffein enthalten und Niacinamid. Und der Concealer soll einfach auch gegen Augenringe und Schwellungen wirken. Und ich dachte am Anfang wirklich, das ist nur so ein ganz leichter Concealer, über den man gar nicht reden braucht. Aber Leute, der hat mich echt vom Gegenteil überzeugt. Den verwende ich so oft im Alltag, weil der halt wirklich sehr, sehr gut ist. Passt jetzt auf. Das Ganze kommt auch in so einer Tube. Und ich drücke mir das gerne so auf meinen Handrücken raus ein bisschen. Das Gute an so Tuben ist halt, dass man am Ende wirklich zu 100% das ganze Produkt rausbekommt, ohne Produkt zu verschwenden. Das mag ich an Tuben immer sehr, sehr gerne. Dann nehme ich mir den Concealer und tupfe den einfach da auf, wo ich den Concealer brauche. Auf jeden Fall hier. Ein bisschen am Kinn, ein bisschen an der Nase entlang, was ich auch gerne mache, ist so ein bisschen an der Stirn. Wenn wir auch wirklich kein Produkt verschwenden, gehe ich nochmal so über den Rest und arbeite das so in meinen Schwamm ein und dann blende ich das Ganze ein. Schaut mal. Das nehme ich mit auf mein Augenlid. Jetzt schaut euch das mal an. Es hat super gut abgedeckt, aber Leute, es sieht einfach nicht unnatürlich aus. Farbe passt auch ganz gut. Auch hier habe ich den hellsten Ton. Diese Base ist einfach nur wunderschön. Sehr natürlich, perfekt für den Alltag. Also für Leute, die nicht viel Deckkraft mögen, die eine leichte Base mögen, dann checkt unbedingt die Produkte ab. Das Preis-Leistungs-Verhältnis da ist auch wirklich super. Die Sachen sind nicht unnötig überteuert. Und ich finde, man bekommt echt ein tolles Ergebnis. Aber machen wir erstmal weiter. Tatsächlich pudere ich meine Base nicht ab, weil ich möchte, dass das Ganze so natürlich und glowy wie möglich ausschaut. Aber auf meinem Augenlid werde ich ein bisschen abpudern. So, jetzt fehlt uns natürlich ein bisschen Farbe im Gesicht, weil wir haben jetzt alle Verfärbungen und Rötungen abgedeckt, aber braucht natürlich noch mal ein bisschen Leben zurück. Und dafür verwende ich sehr, sehr gerne den getönten Lippenbalsam von Typology. Also ja, ihr habt richtig gehört, das ist ein getönter Lippenbalsam. Benutzen wir natürlich nachher auch für die Lippen. Aber ich verwende diese getönten Lippenprodukte auch sehr, sehr gerne für meine Wangen als Cream oder Liquid Blush. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Und ich verwende aber gerne diesen Ton hier. Das ist Ruby Red und das ist halt so nur rot. Und wenn man den so ganz leicht aufträgt, dann sieht das wirklich unheimlich cute aus. Das trage ich mir auch erstmal so auf meinem Handrücken auf. Braucht auch nicht viel davon. Und das tupfe ich mir so auf meine Wangen. Nehme dann wieder meinen Schwamm und arbeite das einfach so in die Haut ein. Tatsächlich sieht das in der Kamera etwas stärker aus, in echt. Aber in echt ist das wirklich so ein super natürliches, gerötetes Finish. Also so ein bisschen dieser Sunburn-Look, würde ich sagen. Könnt natürlich auch ein bisschen weniger nehmen. Aber das lässt sich wirklich sehr gut verteilen, da es halt ein Balsam ist. Es ist halt um einiges natürlicher, als wenn man sich jetzt einen matten Puderbronzer oder Puderblush aufträgt. Also was ich halt noch gerne mache an meinen No-Make-Up-Make-Up-Days, was bei mir halt nicht fehlen darf, ich gehe noch meine Augenbrauen einfach so ein bisschen hoch. Und ich tusche mir halt auch gerne so ein bisschen die Wimpern an. Nicht allzu sehr, nur so, dass sie ein bisschen sichtbarer werden, weil ich habe wirklich relativ kurze Wimpern und ich muss sie so ein bisschen, nur ein bisschen betonen. So Leute, wir sind auch schon fast fertig mit dem Look. Uns fehlen nur noch die Lippen. Und den getönten Lippenbalsam verwenden wir natürlich nicht nur für die Wangen, sondern auch für die Lippen. Und dann nehme ich auch wieder denselben Ton Ruby Red. Und den tupfe ich mir so auf meine Lippen. Dieses Produkt kann man auch voll gut für diesen
koreanischen Look verwenden. So Leute, das war's dann auch schon mit dem Look. Wie ihr sehen könnt, ging das wirklich ruckzuck und dafür hat man wirklich ein super schönes, gepflegtes und natürliches Ergebnis für die Leute, die halt gerne sowas mögen. Ich fand das Video jetzt auch ziemlich cool, weil es mal was anderes war, als halt diese krassen Looks, die ich sonst immer hier auf meinem Kanal schminke, weil in der meisten Zeit laufe ich halt tatsächlich so durch die Gegend. Oh, ich bin gerade echt begeistert. Das ist wirklich mal ein gelungener No-Make-up-Look. Schreibt immer gerne unten in die Kommentare, wie ihr den Look so findet und ob ihr den auch so tragen würdet, beziehungsweise wie ihr euch im Alltag schminkt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Produkte, die ich von Typology Paris verwendet habe, findet ihr unten in der Infobox. Ich habe leider keinen Code für euch, aber falls ihr etwas kaufen möchtet, dann macht das über den Link unten. Denn über diesen Link bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 17,50 Euro eine Lippenpflege gratis dazu. Es gibt aber auch noch ein Angebot bei Typology. Beim Kauf eines Serums bekommt ihr das zweite zum halben Preis. Also ihr könnt zum Beispiel gerne mit eurer Freundin bestellen und euch den Preis halt teilen. Das ist ganz cool. Ja, ansonsten bedanke ich mich nochmal bei euch fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fühlt euch geküsst, geknutscht und umarmt, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bye!